Video mit dem Sound von der Nirnwurz zu beginnen. Ah, dieser Sound. Ja, wir befinden uns heute in Solsheim und zwar in der bzw. vor der Methalle von Tirsk und da haben wir die Möglichkeit, zwei verschiedene Quests zu absolvieren. Einmal können wir den Rieglingen, die sich dort vor Ort eingenistet haben, helfen mit ein paar Billo-Aufgaben und dann eben ja, die Nord, die ursprünglich seinerzeit in dieser Methalle gelebt haben, zu töten. Oder wir helfen einer Anführerin der Nord, die Methalle eben wieder zurückzuerobern. Diese Quest geht dann noch ein Stück weit weiter, denn wenn wir die Methalle zurückzuerobern, muss sich die Dame, die unsere Hilfe dafür benötigt, erstmal ja, beweisen, dass sie gegebenenfalls die geeignete Anführerin für die Methalle ist. Ob das so klappt, ist fraglich. Und wenn wir den Rieglingen helfen, dann haben wir die Möglichkeit, künftig hier an der Methalle ein paar Rieglinge als Begleiter anzuheuern. So, ich würde mal sagen, wir gehen da einfach mal hin und wir machen natürlich beide Quests. Einmal, dass wir diesen blöden Riegling-Häuptling hier helfen. Oh, da sind sie schon. Moje! Hallo? Was? Entschuldigung? Okay. Ihr folgen mir. Ja, und wohin? Ihr folgen mir. Okay, wir folgen ihm einfach mal. So, was sind die Rieglinge hier vor Ort? Die sind noch relativ viel... Huch. Relativ gut besetzt hier. Wir gehen mal rein. Ah, und da seht ihr das auch schon. Da nistet schon der Häuptling auf seinen Thron. Und unschwer zu erkennen, hier haben sich die Rieglinge schon relativ breit gemacht. Auch schon alles leer gemadert. Hier haben sie schon ihre komischen Buden aufgebaut. So, und dort sitzt besagter, wanziger Häuptling. Ihr stark, ihr helft Stamm. Okay. Wo habt ihr gelebt, bevor ihr hierher gekommen seid? Stamm leben überall. Ganze Welt im großen Wasser. Okay, und warum habt ihr Tirsk überfallen? Heißes Feuer, kalter, duselig, Druck, glücklicher Stamm. Oh gut, ich meine, wer kennt das nicht, ne? Wenn einem warm ist, man hat einen geilen Fusel zum Saufen, klar geht's einem dann gut, da hat er schon recht, ne? So, und wer bist du überhaupt, du Fettsack? Ihr stark. Ach so. Helft stark. Ja, was ist hier überhaupt los? Wir Familie, wir stark, ihr stärker. Okay. Ja, und was sollen wir tun? Es tut mir leid, aber das ist mir alles zu merkwürdig. Ja, durchaus. Ja, wobei können wir denn helfen? Kielschlamm, rennt, Preistier, rennt. Entschuldigung? Stamm hereingelegt, verscheucht. Kielschlamm, Angst. Ihr bringt, er folgt euch. Ja. Kielschlamm ist also eine Art Tier und ihr wollt ihn zurück? Kielschlamm, Preistier, ihr findet, er folgt. Kielschlamm, liebt Fleisch. Ah, okay. Fleisch, er folgt. Ihr geht. Oh, Alter, was ist denn jetzt los? Ich gehe ja schon, ey. Alter, ist ja gut. Gut, wir haben es gelesen. Wir sollen irgendein Vieh zurückholen und das können wir dann eben nur mit Fleisch anfüttern. Dann lass mal gucken, wo das Iltis rumschwirrt. Ich denke mal, das sind diese komischen Pumba da von König der Löwen, ne? Ja, genau, sehe ich auch so. So, lass mal weitergehen. Schneebären, nice. Was kommt da? Was kommt denn jetzt? Irgendwo ist doch ein Gegner. Ach, komm, ist das ein Eisgeist oder was? Ja, Eisgeist. Huch. Ich habe noch das Schwert der Edikte aktiviert. Von der letzten Mod. Huch. Ach, guck mal, was ist denn da los? Moja, aufgestanden. Skal-Dorfbewohner, okay, Granatstein. Was ist denn der Gutes am Start? Hallo? Das würde ich auch nicht. Ich sehe gerade gar nichts. Ist ja ein Eisgeist. Okay. Skjolds Tagebuch.
Tyra sagt, Skull, er soll warten, also wartet er. Aber dann trifft er einen netten Mann aus Dorf, der ihm magisches Eis zeigt. Es nennen... Was? Er nennen es Stahlriemen. Stahlriemen gefallen, Skjoll. Ihm gefallen. Wie es aussehen. Boah, scheiße. Wie es klingen. Was? Das Haar seien stumm, genau wie Skjoll. Weil Skjoll keine Zunge haben. Aber Skjolls Axt ist laut. Sie machen gut Krach auf Eis. Alter, ich... Aber Stahlriemen machen anders Geräusch. Meist das Eis klingt wie Rie. Aber magische Eis machen Unf. Skjoll soll Bade sein. Netter Mann, sagen nördlich von Kasugar. Kasugar, es geben Insel. Okay, Skjoll mag netten Mann, wirklich. Er traurig, er müssen ihn zerquetschen. Okay, sehr interessant. Begonnen uraltes Eis, das kennen wir glaube ich schon. Das hatten wir mal in einem anderen Video gemacht. Suche auf der Insel nach Stahlriemen, ja, das kennen wir schon. So, lass mal gucken, wo hier besagtes Vieh ist. Da ist es. Pumba, grüß dich. Nade? Hallo, Pumba. Ja, Kielschlamm. Ja, komm mit. Ich hab was für dich. Fasanenbrust? Ach komm, der kriegt hier so einen fetten Lappen, oder? Hier. Ja, guck mal, da kommt das jetzt mit. Gierig, wie es ist. Ja, komm. Ja, fein. Ja, fein. Ja, komm. Ja, komm, du gieriges Stück. Komm mit. Komm mit. Put, 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 put. Komm. Hierher. Ich habe noch die Taschen voll. Ich habe noch eine schöne Fasanenbrust in der Tasche. Leicht roh. Na, komm. Ja, ich hab was. Ja, komm. So, da bringen wir den Gaul mal eben zurück. Ne, wir müssen jetzt leider hier so ein paar Laufburschen-Quests erledigen. So, hallo. Ja, komm. So, ab hier rein. Ach, hier haust der Penner. Okay, komm hier rein. So, komm rein. Gut, hier. Ich leg da wieder was hin. So, alles klar. Erledigt. Job erledigt. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dem komischen Häuptling da. Da sitzt er wieder. Er freut sich am Feuer und am Suff. So, du Penner. Kielschlamm folgt euch. Kielschlamm, ja, genau. Erkennt stärker. Stamm stärker. Ihr bleibt. Helft mir. Okay, jetzt sind wir in den Fängen des Rieglingsanführers. Soll ich noch etwas tun? Stamm vermisst. Rotgras. Brauchen für Göttersprechtanz. Ihr bringt Rotgras. Wir tanzen. Entschuldigung, aber was ist Rotgras? Hier, wie das geht, bringt zwei Hände. Rotgras, sein Freund von Stamm. Okay, Rotgras, ist das dieses Superlus oder wie sich das nennt? Klabba. Ja, genau. Bring Skarsgård to the Chief, okay. Das ist doch dieses, ist das diese Sopolus-Scheiße, die wir überall finden? Das komische Zeug. Warte mal, ich glaube, das haben wir aber auch im Rabenfels, ne? Also ein Questmark haben wir jetzt hier nicht am Start. Ich meine, das gibt es aber auch in Rabenfels zugute. Lass mal kurz gaffen gehen. So. Haben wir das hier am Start? Ich meine, hier das ist das, ne? War das das nicht? Das ist doch Rotgras, oder? Haben wir schon? Ich sag das jetzt einfach mal ein. So, passt doch auf! Schnauze. Ich meine, jetzt müssen wir eigentlich genug haben, damit die tanzen. So, alles klar. Ja, komm, dann... Warte mal, ich guck mal gerade, wie viel wir auf der Tasche haben.
Wo ist denn der Schild? Ist das hier bei Sonstiges? Warte mal. Ne, hier nicht. Zutaten. Für ihren komischen Trunk 23. Guck mal, das sollte doch jetzt ausreichend sein. Gehen wir einmal zurück. Ja, guck, da können wir wieder zurückgehen. Wunderbar. So, dann bin ich mal gespannt, ob die jetzt tanzen werden. Weil er sagte, er braucht den Stuff ja, damit die da schön abdancen. Also das ist quasi der Koks unter den Rieglingen. So, Moje, ich hab deinen Stuff. Hier, du Penner. Wandern, sammeln. Hier. Gutes Rotgras. Wir später verbrennen. Jetzt letzte Aufgabe. Okay. Dann ihr zu Stamm. Ach du Scheiße. Was müssen wir jetzt tun? Böse Nord. Sagen Tirs gehört ihnen. Leben ja, okay. Am Wasser. Ärgern Stamm. Wir kämpfen. Ihr Stamm. Ihr helft. Keine bösen Nord mehr. Ihr wollt, dass ich Leute umbringe? Böse Leute. Sie kommen. Kämpfen gegen uns. Jetzt wir zurück kämpfen. Ja gut, dann ab dafür. Wir kämpfen. Ja, alles klar. Rocha, genau, sicher. Hupala. Ein bisschen gierig, ne? Ja, dann geh. Hallo? Was ist? Diese Person ist beschäftigt. Mit was denn? Ah, okay, jetzt geht's los. Oder folgt der mir? Hallo? Du Penner, was ist? Okay. Ja gut, er ist ein bisschen vorsichtig. Ne? Kann natürlich auch sein, dass er noch ein bisschen wackelig auf den Beinen ist, weil er zu viel Met gesoffen hat. So, ihr Knechte. Da kommt er. Cheffe. Was ist das, ein Drache? Okay, also das ist jetzt gerade eine Lagebesprechung. Nicht wundern, ne? Der hat das Einsatzkommando. Und ist ganz klar eine Lagebesprechung, wie wir uns aufteilen. Genau, Gora Gora. Das ist ein Codewort. Kill the Nords. Da unten müssen wir killen. Warte mal, ich bin mal gerade so frei. Wir spulen mal ein kleines bisschen vor, dann sehen wir das Ganze auch beim hellen Tag. Hoffentlich sind die jetzt nicht schon weg, weil wir gewartet haben. Oh, ja gut, okay. Wir kommen. Entschuldigung. Wir kommen. So, da unten soll es abgehen. Haben die denn ihr Lager aufgeschlagen? Da stehen sie schon, da lauern sie. Und der Häuptling ist schon am Start, oder was? Da ist er doch. Ja, und jetzt? Komm mit, du Pfeife. Stark sein, große Bekämpfer. Ja, alles klar. So, dann gucken wir mal, wo haben die ihr Lager aufgeschlagen? Das sieht nach einem Lager aus. Und da nisten sie auch alle. Ah, da kommen sie schon. Moment, ich mach mal kurz. Das ist sonst langweilig. Ich habe gerade noch das Schwert der Edikte aktiviert, das wäre sonst ein bisschen langweilig. Und dann machen wir noch, genau, ziehen wir beide dann aus der Tasche. Dann machen wir die eben so platt. Hekia, Ilund, Ujol, die Kühne. Ja, und die anderen schon erwähnt. Wir werden dann selbstverständlich auch gleich die Quest von den Nord machen. Wir werden dann nochmal laden. Und dann schauen wir mal an, was wir für die Nord tun können. Das wird noch ganz spannend. Denn die Juliold, oder wie sie heißt, die muss ich natürlich auch erst als würdig erweisen, als Anführerin. Was ist das hier? So. So, die sind platt. Einen haben wir noch, da hinten irgendwo scheinbar. Ich guck gerade mal, ah ne, wir haben sie schon alle erledigt. Elmus, der hat nichts Geiles am Start. Kuba. Kielund. Oh, schade. Hübsche Frau. Und da ist Bujold die Kühne. Arkia. Der ist auch kaputt. Und ist auch kaputt. Wer kommt da noch? Was? Ich gehe gerade nochmal in dem Lager gucken. Vielleicht haben die noch irgendwas. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hier haben die noch ein bisschen Met gezecht, aber sonst haben wir hier nichts, ne? Was ist das? Ein bisschen Lachs. Hier oben das fette Ding. Moje. Ja, nehmen wir mal mit. Hier den Geldbeutel hätte ich gerne, den prall gefüllten. Okay, da kommen wir nicht drin.
Goldzaubertrank, nehmen wir mal alles mit. Eine Truhe. Lehrlingstruhe. Okay. Dietrich, aber sonst. Gut, nehmen wir mal mit so das. Oh, ich hasse Madisi! Ich hasse den. So, geh weg. Okay, dann gehen wir mal. Ach, guck mal, hier ein Süppchen, ein warmes. Huch, Entschuldigung. So, ach, guck mal, hier ein geschlagener Drachenschuppen. Nehmen wir mal mit. So, dann gehen wir mal zurück zur Methalle. Ich mache da jetzt einfach mal eine Schnellreise hin. Ah, ne, der steht da oben sogar. Der kampiert da oben, der Penner. Der ist gar nicht zurück in die Methalle. So, lass mal gerade gucken, wo der ist. Quest ist hiermit erfüllt. Ah, ne, da oben Rense. Seht ihr das? Die rennen zurück zur Methalle. Auf den Sieg erstmal schön ordentliche Reinorgeln für 5. Ey, ihr Wichte. Da steht er, ja. So, ich hab dir geholfen. Stark. Ganzer Stamm stärker mit euch. Ah, guck mal, immer mit der Ruhe. Ich will euch nichts tun. Ihr habt recht, ich will der neue Häuptling sein. Hier, ich will euch doch nichts tun. Stark kämpft immer gegen Stark. Alter Häuptling, Stark. Ich stärker. Ihr stärker. Mich bekämpfen. Ja gut, okay, du Flasche. Dann komm mal her. Scheinbar... Und Rauch, so, du Lappen, der ist weg. Jetzt sind wir der neue Riegelanführer. Bloody Rex. So. Abgeschlossen, nice. So, Freunde der Volksmusik, macht Platz, hier kommt euer neuer Anführer. So, Wächter, ihr Lappen. Billiges Fußvolk hier, Grinverdiener. Ich muss jetzt erstmal ordentlich thronen. Ja, genau. Ja. Mhm. So. Ich gehe mal jetzt hier rein. Ah, so. Platz da. Erstmal standesgemäß. Ach, kann ich gar nicht. Bin ich zu dick? Okay. Fass und Apfel. Okay. Ja Leute, ich würde mal sagen, wir probieren das jetzt mal andersherum, die Quest. Und zwar mit den Nord, dass wir gar nicht den Riegling helfen, sondern dass wir den Nord helfen. Und schauen dann mal, was da passiert. Ja, ich bin euer Boss. Ihr habt schon richtig verstanden. Genau. Hat der noch irgendwas auf Tasche gehabt, der Penner? Muss ich den irgendwie die Bloody Rex zeigen? Wo liegt denn der Lump? Da ist er. So. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ich meine, wir müssen dann natürlich ganz Rieglinge platt machen, hier die Methalle stürmen. Genau. Ja. Können wir das Vieh hier eigentlich anheuern? Hier den Pumba? Okay, können wir nicht. Brelfig. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und zwar mit der Quest für die Nord. Und bis gleich. Dann gehen wir mal runter. Wir haben gerade neu geladen. Da seht ihr das oben auch auf der Karte. Die Methalle haben wir jetzt aktuell noch nicht entdeckt. Und dann latschen wir mal runter. Und zwar direkt zu den Nord. Wir ignorieren mal hier die Rieglinge. Entschuldigung, weg hier, Platz da. Methalle von Tyrsk entdeckt. Wir gehen da einfach dran vorbei und flitzen direkt mal runter zu dem Lager von der Nord. Das war ja direkt hier unten. So. Hier lang flitzen. Da ist irgendwo ein Gegner. Wo ist der denn? Ach, da kommt so ein Troll angerannt. Komm her, du. Mal kurz wegmachen. Du Schwein. So, nice. So, dann gehen wir mal gerade hier runter. Wir müssen uns ja schon mal warm machen für die Rieglinge. Deswegen hier ein kurzer Kampf. Okay, und hier soll scheinbar das Lager sein, oder was? Genau, hier war das Lager. So, dann schwätzen wir mal kurz mit denen. Ich hoffe, die sind uns jetzt wohlgesonnen. Moje! Bujols Zuflucht entdeckt. Wo ist die Alte denn? Da
Das habe ich auch nie behauptet. Was? Aber so oder so müssen wir es versuchen. Wir warten nur auf ein Wort selbst von Selbst wenn es uns nicht gelingt, wird es das alte Blut der Meute wieder in Wallung bringen. Ich werde sie nicht in den Tod führen, wenn sie nicht bereit sind. Dann bildet sie aus. Was tun wir hier? Wir sollten uns entweder daran gewöhnen, hier zu bleiben oder die Halle wieder einnehmen. Wir machen keines von beiden. Und das dreht mir den Magen um. Euer Magen ist nicht mein Problem. Wir handeln, wenn ich es sage. Und keine Sekunde vorher. Nun, ihr solltet lieber etwas sagen. Und zwar bald. Okay, hallo Bujold. Danke, dass ihr das Ding abgerissen habt. Wir sind schließlich Krieger, keine Handwerker. Bitte was? Ja, was ist denn hier los? Wie lange seid ihr hier, schon hier unten? Wurdet ihr ins Exil geschickt? Was hier los ist? Wir wurden aus unserem Zuhause geworfen. Die Methalle, da oben auf dem Hügel. Wir wurden... Ein paar Reglinge haben sie eingenommen. Was wäre, wenn ihr einen weiteren Krieger hättet? Durch Hartnäckigkeit und ihre schiere Anzahl. Dass wir es uns da oben etwas zu gemütlich gemacht hatten, war auch nicht gerade hilfreich. Zu viel Met, zu viele Geschichten, zu wenige Schlachten. Was wäre, wenn ihr einen weiteren Krieger hättet, wie mich, so eine geile Sau? Bietet ihr mir etwa eure Hilfe an? Oh, mehr als das, meine Süße. Ein wenig frisches Blut sollte genügen, um die Kampfeslust in diesen Faulpelzen wieder zu wecken. Das klingt spaßig. Ich kann euch jetzt nicht helfen. Dann lasst uns losgehen. So, die Unwürdige, na komm. Hey, ihr faulen Milchtrinker. Kommt gefälligst hierher. Ich weiß, dass ihr euch alle hier niederlasst und das fette Leben fortsetzt, das ihr aus der Halle gewohnt seid. Aber schaut her, dieser Fremdling hat mehr Feuer als ihr alle zusammen. Morgen! Ich musste nur von unserer kleinen Klage erzählen und schon hat er sich freiwillig gemeldet. Ich möchte nicht, dass irgendein Wanderer meinen Geist in den Schatten stellt. Also gehen wir hinauf und töten ein paar Reglinge. Gut, alles klar, machen wir. Moment, wir aktivieren mal kurz die Quest, der Form halber. Und ich muss mal gerade, hier, der hackt einfach, weißt du, hier ist gerade so mega krasse Ansprache und der Knecht hier, der hackt einfach weiter Holz. Gut, was ist mit dir? Ah ja, okay, jetzt kommst du mit. So, Attacke. Und ihr habt ja schon gelesen, die Unwürdige. Also, wirklich würdig ist sie nicht, aber gut. So, Attacke. Dann machen wir die Reglinge jetzt mal eben platt. Ja! So ist die Frage, hausen die direkt auch wieder vor der Tür wie vorhin? Oder sind die jetzt alle drinnen? Alter, wo sind... Ah, 19 Rieglinge, alles klar, machen wir. Warte mal, ich mach mal kurz ein Begrüßungsfeuer. Moment, Moment, Moment. Feueratem, ich habe ein bisschen Mundgeruch. So. Ah, schön. Das ist ja hier wie bei Schneewittchen. Das sind die Zwerge, kommt her hier. Wo ist denn der Häuptling? Ist der drinnen noch am Frinseln? Jetzt ist Schluss. Das war der letzte, jetzt schon? Ne, wir müssen noch die Halle stürmen. Guck mal, die sind gar nicht erst rausgekommen. Öffnen Methalle. Hallo? Hallo? Ah, sehr schön, hier geht's doch recht weiter. Ich bin fest. Okay, das ging noch relativ schnell hier, ne? Komm her, du. Huch. Da vorne ist noch einer. Ist das der Anführer? Huch. Das war's, ne? Bujold! Das war fast schon erheiternd. Wie fühlt ihr euch? Sichtlich erregt. Das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Das war leicht. Ja, definitiv. Das freut mich. Das ist genau die Einstellung, die ich von meiner rechten Hand erwarte. Wollt ihr mit mir mitkommen? Eure was? Wohin geht ihr? Zu Rotmunds Hügelgrab. Ich brauche erneut seinen Segen, bevor wir uns hier niederlassen können. Ich brauche einen Zeugen und... Nun,
Ihr seht ja, mit welchen Horkerhirnen ich mich hier herumschlagen muss. Was meint ihr? Ja, wir kommen mit. Es wird auf jeden Fall spannend. Dann lasst uns keine Zeit mit Reden verschwenden. Ich komme ja schon. So Leute, jetzt wird's spannend. Jetzt ist die Frage, ist die liebe, unwürdige Bujold auch wirklich würdig? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Hey, wo ist denn die jetzt hin? Bujold? Ach, da rennt sie. Okay. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ist sie überhaupt würdig? Warte mal, wir müssen da oben hin. Ich mache da jetzt mal eine Schnellreise hin, wenn es okay ist. Da müssen wir jetzt nicht den Weg da hochlatschen. So, da wartet sie natürlich schon. Und, bist du würdig? Seid ihr bereit, hineinzugehen? Oh ja, ich gehe gern hinein. Die Frage ist, wo? Was wird da drin geschehen? Die Begräbnisstätte Rotmunds, des Gründers von Tirsk. Er führte eine Gruppe wahrer Krieger weg vom verweichlichten Leben der Skal, um die Wildnis kennenzulernen und das Beißen der Kälte und des Stahls zu spüren. Ich weiß, es klingt ein wenig albern, aber so steht es in den Büchern geschrieben und dieser Satz ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Tja Leute, jetzt könnt ihr mal raten, ist sie würdig oder eben nicht? Und die Frage ist, was wird denn da jetzt drin geschehen? Ganz einfach. Rotmunds Axt ist da drinnen bei ihm. Der Geist desjenigen, der sie zu erlangen versucht, wird von Rotmund selbst gerichtet. Aha. Wir werden ihn... Alter, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Nein, nein. Aua! Sag mal, ich bin hier gerade in einem wichtigen Gespräch. So, Entschuldigung. Entschuldigung nochmal. Seid ihr bereit, hineinzugehen? Ich bin bereit, Baby. Ja. Die Begräbnis. Ja. Er führte. Okay. Ich weiß, es klingt ein wenig ganz einfach. Rotmunds. Okay. Nein, nein, nichts dergleichen. Er braucht keinen Kampf um uns. Und da er mich bereits als würdig erachtet hatte, aha, muss ich ihn nur daran erinnern, warum er mich das letzte Mal gesegnet hat. Ihr müsst wirklich nur zusehen. Gut, dann machen wir das. Das können wir am besten einfach nur zugaffen. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden. Gut, dann geh vor, meine Hübsche. Okay, dann gehen wir rein. Dann lass uns mal gucken, was uns drinnen erwartet. Sie ist ja angeblich würdig. Die Unwürdige. Ah, schön. Sind hier auch ein paar Drauger am Start oder sowas? Moment. Hat wieder ein bisschen Licht an. Wir können uns unterhalten, nachdem ich den Segen erhalten habe. Ja, gerne. Können wir danach auch vielleicht mehr machen? Also nicht nur unterhalten? Nein, Spaß. So. Was haben wir hier noch irgendwas? Hey. Das sieht doch auch nach einer Tür aus hier, ne? Wie dieser komische Spalt. Oh, das ist ja alles überflutet. Okay. Soll das so sein? Hallo? Können wir das Wasser auch irgendwo ablassen? Was ist denn jetzt los? Ah, oh, nice! Mega! Da hinten sitzt da irgendein Penner, der da am Thron ist? Das fand ich aber gerade geil hier. Oh. Cool. Da sitzt echt irgendein Penner, oder? Hallo? Was ist denn das? Nee, das ist eine Axt, oder? Da ist sie. Wer? Oh, ist die gierig. Ich ah, nice. Muss nur ergreifen. Ja, dann mach, Vibe. Ihr bittet um einen Segen für die Herrschaft über die Halle von Tirsk? Ich bin es, Bujold. Ihr habt mich bereits in der Vergangenheit gesegnet. Jetzt habe ich die Halle von den Rieklingen befreit und ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Und es ist gut, dass dies geschah. Doch ich habe euch immer beobachtet und weiß, dass eure Schwäche zu eurem eigenen Exil führte. Ihr habt euren Kriegern gestattet, trotz der wachsenden Gefahren um euch herum, schwach zu werden. Komm, dann bin ich nicht die Anführerin? Nein. Und auch sonst taugt keiner von euch zum Anführer. Eine Bande in der Wildnis sollte lieber keinen als einen schwachen Anführer haben. Das war ein wenig peinlich.
Wie fühlt ihr euch deswegen? Was werdet ihr jetzt tun? Beschämt, aber das war wohl das Ziel. Ich muss nach Tirsk zurückkehren. Was auch immer Rotmund sagt, wir brauchen einen Anführer. Und ich bin dazu Ach so. Immer am besten geeignet. Das haben wir ja gesehen. Ihr werdet euch gegen Hormunds Wünsche stellen? Schaut, was uns bisher unter seinem wachsamen Auge zugestoßen ist. Er gab allen Anführern seinen Segen, die uns hierher gebracht haben. So oder so, er ist tot und wir leben. Es ist an der Zeit, eine neue Tradition für Tirsk zu begründen. Und genau das werde ich tun. Ihr sollt mich nur unterstützen. Ihr müsst nicht einmal lügen. Erzählt nur niemandem, was ihr hier gehört habt. Tja. Ist die Frage, was wir jetzt machen. Ich werde darüber Stillschweigen bewahren. Ich kann nicht zulassen, dass ihr Tirsk anführt. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Warte mal. Aber erzählt nicht. Das war ein wenig peinlich. Ist das etwa Magie? Seid vorsichtig, bitte. Ich kann nicht die Waffe mitnehmen? Scheiße. Was passiert denn jetzt hier? Hallo? Wir haben selber genug Probleme, auch ohne das Verdammte. Ich da draußen bauen zu müssen. Ich hasse Madesi, du Wichser. Ich hasse Madesi. Ich will diese Waffe haben. Ich will der Anführer sein. Was ist denn das jetzt hier? Entschuldigung. Hallo. Was ist das? Danke, dass ihr mir helft. Das ist Licht. Ich habe doch noch gar nichts ausgesucht. Ich wollte eigentlich der Krieger sein, beziehungsweise der Anführer. Warte mal, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück zur Methalle und gucken mal, ob die da irgendeine Ansage macht. Ansonsten müssen wir das eben nochmal neu laden. Warte mal kurz. Methalle. Das war das. Nee, das ist Galdorf. Hier ist sie. Mal gucken, ob die da irgendwas schwätzt. Und was dann passiert. Ist die Alte jetzt hier irgendwo? Warte mal, wir gehen mal kurz rein. Bujold sagt, ihr hättet gute Dienste geleistet. Vor unserer Hochzeit war ich bei ihrer ersten Reise zum Hügelgrab ihre rechte Hand. Rotmund erkennt Stärke. In dieser Welt und in der nächsten. Es war eine Ehre, an ihrer Seite zu stehen. Ihr müsst die Wahrheit erfahren. Sie wurde von Rotmund zurückgewiesen. Boah, scheiße, ich hätte vorher speichern sollen. Jetzt ist die Frage, kommt das irgendwie noch raus, wenn wir lügen? Komm, wir machen... Ja, ihr müsst die Wahrheit erfahren. Komm, wir machen das einfach mal, sonst laden wir nochmal neu. Ihr habt keine Ahnung, wie gefährlich eure Worte sind. Das ist eine schwere Anschuldigung. Ich bin mir sicher, dass Bujold die Sache klären kann. Bujold, eure rechte Hand behauptet, Scheiße. Dass Rotmund euch nicht gesegnet hätte. Ist das wahr? Es wäre klug, wenn meine rechte Hand den Mund halten würde. Scheiße! Also, leugnet ihr es nicht? Kuva, hört mir zu. Ihr sagtet selbst, dass dieser Ort seine Vergangenheit aus dem Blick verloren hat. Wir brauchen eine neue Tradition, um voranzukommen. Statt auf einen Geist in einem Grab zu hören, sollten wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. In euren Worten liegt Weisheit. Aber wenn ihr wirklich an den Geist von Tirsk glauben würdet, hättet ihr sie aufrichtig gesprochen. Stattdessen habt ihr eure Scham versteckt. Kuva, ich... Ich kann euch nicht einmal ansehen. Verschwindet von hier. Macht euch Ach, auf in die Wildnis. Kuva, ich bin eure Frau. Ihr könnt nicht... Und so fühle ich eure Scham noch tiefer. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir euch aufsuchen. Bis dahin versucht, eure Ehre durch die alten Wege zurückzuverdienen. Also ich meine, Date-Doktor sind wir schon... Ihr braucht etwas? Date-Doktor sind wir schon mal nicht. Aber das Gute ist, wir haben... Keine Ahnung, wie gut es tut, wieder hier zu sein. Wir haben die jetzt Danke auseinandergebracht. Können wir die jetzt heiraten? Wo ist sie denn jetzt hin? Hä? Endlich kann ich nachts wieder schlafen. Aha. Letztendlich war sie eine der besten Anführerinnen, die wir je hatten. Aber sie hat es nicht mehr verdient. Das war's. Es ist zu gefährlich da draußen.
Wir haben keine Zeit, uns mit Lügnern in unserer Mitte zu befassen. Lügen ist schließlich der erste Schritt zur Feigheit. Ich hoffe, sie findet da draußen, was sie braucht. Okay. Warte mal, wir gehen mal kurz rein. Schauen mal, ob die uns jetzt zum Anführer ernennen. Aber das haben die wieder schön hergerichtet hier, ne? Muss man sagen. Sieht wieder nice aus. Bleibt von mir fern. Warum? Ich will nicht mit euresgleichen sprechen. Hä? Du Penner, warum? Tut, wir haben alle Hände voll zu tun, um diesen Ort wieder auf Vordermann zu bringen. Natürlich ist es schade, dass sie geht. Aber Bujold wäre nie so weit gekommen, wenn sie nicht so stark wäre. Sie wird es schon schaffen. Kuva schreckt mich nicht ab. Er mag laut sein, aber letztendlich will er auch nur das, was wir alle wollen. Friede sei mit euch und ein warmes Getränk. Okay, Moment. Auf Wiedersehen. Bleibt von mir fern. Hä? Wir haben dir geholfen, du Wicht. Habt ihr je versucht, unausgeschlafen auf die Jagd? Ich kann nicht glauben, dass Kuva ihr das angetan hat. Seiner eigenen Frau. Irgendwann werde ich nachher suchen. Wir werden gemeinsam durch die Wildnis streifen. Doch erst muss ich hier noch ein paar Dinge erledigen. Okay. Bis dann. Ich bin froh, wieder da zu sein. Ja, das ist ja schön und gut, aber ihr Wichte... Ich konnte den letzten Schwung Met retten. Der Rest war verdammt. Hä, wir haben doch... alles gemacht, damit ihr wieder eure Bude zurück... Und das ist jetzt der Dank dafür. Ich dachte, wir werden hier zum Anführer ernannt. Wartet mal, wir laden das nochmal neu. Wir machen den Dialog nochmal komplett neu. So Leute, willkommen zurück. Wir probieren das jetzt mal aus, direkt hier vor Ort. Und zwar, ich kann nicht zulassen, dass ihr Tirsk anführt. Ich hatte schon befürchtet, dass ihr das sagt. Offensichtlich muss ich meinen Mut jetzt euch gegenüber beweisen. Jetzt müssen wir sie umhauen, klappen. Würde mich mal interessieren, ob der Geist dann zu uns spricht. Abgeschlossen. Okay, er spricht aber nicht zu uns, ne? Hallo? Schade, ich hätte gern das Ding hier. Okay, pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Wir gehen einmal zurück zur Methalle und gucken mal, was wir dann für Dialoge zur Verfügung haben. Hallo? Huch. So. So, wir gehen einmal zurück. Die werden sicher fragen wollen, was passiert ist. Und dann werden wir einfach sagen, der Geist hätte sie gerichtet, nicht wir. So, lass mal gucken gehen, was dann passiert. Moje, wir sind wieder zurück. Wie ist es da draußen gelaufen? Ah. Wo ist Bujold? Ja, Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Ist das euer Ernst? Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat mich angegriffen und ich musste mich verteidigen. Ah, ich verstehe. Ich hoffe, sie hat gut gekämpft. War es... Hat Rotmund eine andere Person anerkannt? Wart ihr es? Ist das der Grund, warum? Hormann sagte, dass der nächste Häuptling von Tirsk erst in ferner Zukunft kommt. Nun, dann werde ich mein Bestes geben, um die Halle bis zu diesem Tag am Laufen zu halten. Schaut, ich verstehe, dass ihr euch nur verteidigt habt. Und weil ihr uns geholfen habt, die Halle wieder einzunehmen, werde ich dieses eine Mal darüber hinwegsehen. Aber an eurer Stelle würde ich mich hier nie wieder blicken lassen. Haben wir uns verstanden? Alter, Das würde ich euch auch raten. Du Penner! Du Wicht! So oder so. Ihr sollt mich nur unterstützen. So, wir werden jetzt einmal auswählen. Ich werde darüber Stillschweigen bewahren. Gut, tut das. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss eine Halle leiten. Oh, das ist so falsch, ne? Abgeschlossen, die Quest ist auch abgeschlossen. Und wir gehen dann einmal zur Halle zurück. Und wenn uns ihr Mann dann nochmal anschwätzt, dann werden wir halt natürlich lügen. Und gucken mal, was dann passiert vor Ort. Das wäre dann die letzte Option, die wir da noch hätten.
Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass der Geist sie irgendwie, weiß ich nicht, dafür schändet oder sowas, dass sie hier rumgelogen hat, dass sie dann irgendwie sich gegen seinen Willen gebeugt hat. Aber dem ist scheinbar nicht so. Warte mal, wir gehen einmal hier zurück in die Methalle. Und dann wird uns der Penner ja schon wieder anschwätzen. So, einmal zurück. Moje. Bujold sagt, ihr hättet gute Dienste geleistet. Vor unserer Hochzeit war ich bei ihrer ersten Reise zum Hügelgrab ihre rechte Hand. Rodmund erkennt Stärke. In dieser Welt und in der nächsten. Es war eine Ehre, an ihrer Seite zu stehen. Ja, diese, ja, würdige Kämpferin. Ja, ich erinnere mich daran, wie es vor unserer Hochzeit war. Ich hoffe, ich treffe euch des Öfteren in der Halle an, mein Freund. Ah, guck mal, jetzt werden wir nicht verwiesen, sondern wir sind jetzt hier erwünscht. Ich bin selbst froh, einen warmen Schlafplatz zu haben. Aber der Rest dieser Idioten sollte sich ein wenig zusammenreißen. Ach, guck mal, jetzt können wir sogar von dem lernen. Hoffentlich werden wir jetzt, da wir wieder sind, wo wir hingehören, erneut zu den Kämpfern, die Tyrsk verdient hat. Wir sind kälter als Schnee und härter als Stahl. Wir hüllen uns in beides, um uns daran zu erinnern, in was für einer Welt wir leben. Das hoffe ich zumindest. Wir alle haben aus diesem Unheil etwas gelernt. Okay, und was tut ihr jetzt? Wir werden alles wieder aufbauen. Die Halle und uns selbst. Auf die eine oder andere Weise. Okay. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr je versucht, unausgeschlafen auf die Jagd zu gehen? Nein. Ja, tut mir leid, ich kann nicht lange reden. Jetzt, wo ich mich wieder richtig ausruhen kann, wird wieder alles leichter gehen. Hier, du Lügnerin. Wir haben selber genug Probleme, auch ohne das verdammte Ding da draußen bauen zu müssen. Danke, dass ihr uns aufgeweckt und uns geholfen habt, davon loszukommen. Mhm. Bist jetzt geeignet, das zu führen? Ich führe diejenigen an, die mir folgen wollen. Und das wollen die meisten. Also denke ich, ja. Es wird schon klappen. Ich glaube nicht, dass wir diesen alten Geist noch brauchen. Oh. Wer auch immer uns demnächst anführen mag, kann sich ihm gerne anschließen. Aber ich will lieber meine eigene Tradition schaffen. Rodmund war ein großer Mann, aber kein Gott oder Vorbild. Wir leben, er nicht. Unsere Stärke kommt von uns selbst. Natürlich. Gut, das sind... Alle Dialoge, die wir auswählen. Fühlt ihr euch jetzt stärker? Ich fühle mich motiviert. Das sollte vorerst reichen. Was genau ist im Hügelgrab geschehen? Das geht nur mich und die Geister etwas an, Kuvar. Das wisst ihr genau. Diese Bitch. Diese Bitch. Habt ihr etwas von dem Met versucht, den ich aus dem Lager geholt habe? Ich finde, er schmeckt ganz gut, aber... Es gibt wichtigere Dinge als Met, Elmus. Ich weiß, ich wollte nur... Es tut mir leid. Der Met ist so gut. Ihr mögt ihn? Immer mit der Ruhe, mein Sohn. Okay. Was ist das? Sobald Halber meine Klinge geschärft hat, werden diese Ricklinge bezahlen. Ihr braucht etwas? Auf Wiedersehen. Ja gut, dann ist das scheinbar alles, was wir hier machen können. Ich hasse die meisten Reisenden, die hier vorbeikommen. Aber ihr scheint zu den Besseren zu gehören. Ja, halt's Maul, du mich auch. Ja gut, dann ist sie jetzt scheinbar hier die neue Anführerin. Ich dachte, die muss dann da irgendwie mit Folgen rechnen, weil sie sich gegen die Meinung des Geistes gewandt hat. Warte mal, wenn wir jetzt da oben... Da gehe ich jetzt nochmal hin zurück. Das kann ja nicht sein. Ich gehe da jetzt nochmal hin zurück. Vielleicht können wir da vor Ort noch irgendwas machen. Vielleicht spricht der Geist ja auch zu uns. Kann ja auch sein. Lass mal gerade gucken hier. So, hier ist noch alles hell erleuchtet. Aber mit uns wird er sicherlich nicht schwätzen, oder? Mal gucken hier. Nein, okay. Okay, hallo Geist. Hallo? Ja. Hallo?